Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET V7. Diesmal habe ich es auch hoffentlich wieder richtig gesagt, denn ich habe den letzten paar Mal ab und zu mal Project RET V2 gesagt. Ja, ihr habt recht, es ist nicht mehr V2, es ist kein Rückschritt. Nein, wir bleiben bei RET V7 natürlich. Mit mir auf dem Server ist der gute Biba Butzemann. Hallo. Irgendwo turnt er gerade rum, ich weiß nicht, aber egal. Hier in unserer Kuppel. Ah, okay. Komme ich auch gleich wieder zurück. Gleichzeitig ist mit uns auf dem Server noch der gute Max. Und zudem müssen wir noch eine Kleinigkeit sagen. Denn der gute Max hat sich leider von uns, verabschiedet, darf man nicht sagen. Er hat die Seiten gewechselt. Fieser Hund. Er hat den einfacheren Weg gewählt und ist auf die Community-Seite gegangen. Hat aber einen ganz triftigen Grund. Er hat einfach zu wenig Zeit. Das ging crazy und doch schon so. Ist okay. Real Life geht vor. Ist so. Aber er ist dort anscheinend wieder zusammen mit seiner alten Spielkameradin. Klingt komisch, ist aber so. Mit der guten Saphira. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an die beiden und viel Spaß auf unserer Community-Seite. A lot of soul. Jo, Community, gutes Stichwort. Zwei wichtige Punkte. Ich erwähne es immer wieder und ich erwähne es immer wieder gerne. Griefing, auf gut Deutsch, wenn man sich Sachen aneignet, die einem nicht gehören und das verschweigt, vertuscht, versonst irgendwas, völlig egal, wird mit nicht nur Klopfen auf die Finger bestraft, sondern mit einem Bann vom Server. Ich sag's nochmal. Ich krieg's raus. Wir kriegen alles raus. Hahaha, wir sind gut. Also ganz klar, das ist nicht erlaubt, wenn sowas mal aus Versehen passiert. Aus Versehen. Ihr habt die doppelten Anführungszeichen gesehen, ja? Und wenn ihr das dann sofort sagt, werden die Verantwortlichen vielleicht noch ein Auge zudrücken. Aber passt einfach auf, im Inneren der Stadt und bei anderen Leuten wird nicht geklaut, nicht geliehen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Nein, das wird bei uns mit Bann. Ganz klar, Bann und nichts anderes. Ein zweiter Hinweis, in der schönen Community-Welt in der Nähe des Spawnpunktes gibt es einen Baum. Ja, das ist ein ganz spezieller Baum aus Thorncraft. Der bleibt genauso unangetastet. Wichtig, wenn ihr so einen Baum braucht, sucht euch einen. Die Klicks davon sind nämlich ihre schwer zu bekommen. Das ist richtig. Und geht da noch das Rezept. Ja, auf jeden Fall, das ist... ein bisschen abgelenkt. Merkt man schon. Die sind schwer zu bekommen und deswegen bleibt da stehen, wer da vergreift, wird auch gebannt. Also, geht als Griefing. Böses Blut, nicht gut. So, ich habe mich in den letzten Tagen hier noch ein bisschen umgetan und habe hier unsere komische Hütte da mal abgebaut und habe, hier stand sie, unsere komische Hütte hier abgebaut und habe hier nochmal schöne Gebäude hingesetzt. Für die schönen Gebäude ist eigentlich verantwortlich der gute Madness64, hat seinen eigenen YouTube-Kanal, macht sehr häufig ganz tolle Videos, meistens in Englisch, ab und zu auch in Deutsch und baut super tolle Gebäude. Und ich habe mir gedacht, ich probiere einfach mal seine Gebäude hier nachzubauen. Trotz der Physik und wie man sieht, scheint alles geklappt zu haben, ne? Also... ob die jetzt natürlich praktisch sind oder nicht, ist eine andere Geschichte. Das hier ist quasi so ein kleiner Spawnpunkt. Olli. Okay. Das ist ein kleiner Spawnpunkt. Und falls jemand... Hallo, Tür? Tür? Ah, okay. Ich habe einen Hänger. So. Falls jemand frisch auf unsere LP-Seite kommt, der hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit unterzukommen. Er hat hier, ja, jede Menge... Material, Graffel, Essen, Fundsachen, was auch immer. Kann er sich hier erstmal häuslich einrichten. Hier hat er noch die Möglichkeit, sich Essen zu kochen. Sollte eigentlich alles da sein. Sieht gut aus. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Naja, egal. Er hat hier eine Schmelze. Alles eigentlich vorhanden. Absolut kein Thema. Ein kleines Feld. Ja, vielleicht machen wir das nochmal schön. Wenn wir dazukommen, machen wir das auf jeden Fall noch. Und hier haben wir noch ein ganz schönes Gebäude, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Vor allem von der Architektur des Innenraumes hat mir das sehr gut gefallen. Weil außen ist das hier, sagen wir mal,
ein bisschen mehr wie Standard. Ja, es sieht hübsch aus. Aber innen drin hat es mir sehr gut gefallen wegen den tragenden Balken da drin, also diesen Rundbögen. Ein sehr schönes Stilmittel, das hier umgesetzt hat. Deswegen auch hier Building Designed by Madness64. Er hat immer darum gebeten, dass man, wenn man sowas hinstellt, dass man seinen Namen erwähnt oder zumindest das Schild hängen lässt. Ich mache beides. Ich erwähne seinen Namen und zeige auf jeden Fall mal das Gebäude. Ja, also auch hier kleines Gebäude, wer hier sich niederlassen möchte. Momentan sind das nicht viele auf unserer Seite. Ja, gut. Zu dem Punkt nicht viele auf unserer Seite gibt es für mich nur noch einen letzten, ein paar letzte Sätze zu sagen. Ganz kleine Sätze, nichts Dramatisches. Nachdem Trivol uns verlassen hat und wir uns, naja, also ganz ehrlich gesagt, böse sind wir nicht aufeinander. Es wird zwar nicht mehr so schnell was mit uns beiden geben, aber wir sind nicht böse aufeinander, also das ist überhaupt kein Problem. Lege mich mal schnell hier in der frischen Natur, einfach mal schnell eine Runde schlafen. Oh, ich bräuchte noch jemanden, der sich ins Bett legt. Ja, ich sehe es, ich gehe. Ich eile. Schön. Sehr schön. Gut. Habe ich mir gedacht, ich werde in seiner Ruine, schwimmen wir mal rüber, in seiner Ruine ein sogenanntes Mahnmal in Form einer Kirche aufstellen, das mich mahnen soll, über manche Entscheidungen zweimal nachzudenken. Ich habe es zwar mehr wie zweimal getan, aber gut. Gut, das Thema ist jetzt durch, das Thema ist vorbei. Als Mahnmal eben diese Kirche hier. Auch wiederum das Design bei Madness64. Wir werden hier die Ruine langsam aber sicher verwittern lassen. So nach und nach. Dass das auch alles so schön stilistisch dazu passt. Okay. So viel zu dem, was wir eigentlich nicht brauchen. War das richtig? Ich glaube, das war richtig. Gehen wir mal zu dem, was wir tatsächlich brauchen. Wir haben nämlich bei uns auch noch ein bisschen umgebaut. Und zwar den unsäglichen Keller. Ja, den unsäglichen Keller haben wir natürlich weitergebaut. Und wir haben natürlich wieder mit der Physik noch ein bisschen rumgespielt. Die Physik funktioniert jetzt wieder deutlich besser, wie man hier sieht. Auch die Iron Frames bleiben stehen. Das bleibt stehen. Wir sind momentan noch bei einem Thema dran, und zwar bei Hydraulicraft. Oder? War das Hydraulicraft? Ich glaube, Hydraulicraft war es, ne? Die Farm. Da haben wir noch ein kleines Größenproblem. Da sind wir gerade noch drüber, das zu fixen. Kriegen wir aber auf jeden Fall auch. Brauchen wir... Hallo, Wand? Ah, jetzt haben wir eine Wand. Kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Hier drin hat sich eigentlich nichts geändert, oder? Oder? Ich habe gerade hier Kisten an. Sonst nichts. Nö, also sonst hat sich nichts... Essen. Essen ist gut. Essen ist immer gut. Das hatten wir das letzte Mal gemeinsam aufgebaut, richtig. Die Montagskiste ist diesmal nicht viel drin. Das sind eigentlich nur zwei Blöcke, die wir dann später mal brauchen. Den Rest habe ich hier schon ein bisschen vorbereitet an anderer Stelle. So, gehen wir mal nach unten. Und zwar, ne, hier, haben wir hier schon mal unser, naja, Dachgeschosslager, wie auch immer, unseres Kellers. Dann haben wir hier ein Stückchen weiter unten eine größere Fläche mit einem Chunk, der nicht geladen wird. Doch, er wird geladen. Lad mal die anderen Chunks auch noch, du. Hallo. Ah, jetzt ist dicht. Ein großer Raum. Dann haben wir hier drunter, da steht ein Enderman. Ihr magst. Ein Enderman. Das ist ausgeleuchtet. Was will denn der Enderman hier? Guck mich nicht an. Ja, ja, war klar. Zweimal haut er mich und dann bin ich tot. Hey, das ist doch wohl, ist ja wohl katastrophal hier, dieser Zustand. Und dir da ein Dach über den Kopf bauen. Immer diese Endermans hier. Ich verstecke mich in der Ecke. Ich gehe in die Ecke. Nein, ich will nicht. Na gut, okay. Ich will meinen Grabstein. Tot. Sehr gut. Hat er wenigstens eine Enderperle gedroppt? Nee. Gut. Der war leider stärker. So. Dann machen wir hier mal das Grab auf, bevor wir uns dann nochmal umdrehen. Gib mir mal mein Zeugs wieder. Genau. So, hier unten haben wir schon ein bisschen größeren Raum. Wir haben noch die Möglichkeit, das Ganze nach unten zu erweitern. Weitere Ebenen einzuziehen. Wie sowas aussehen könnte und wie man das in die andere Richtung erweitern kann, habe ich hier. Mal kurz um die Ecke gucken. Da hüpft ein Zombie, aber der ist mir egal. So, haben wir hier schon mal ein bisschen weitergezogen. Und zwar
könnten wir jetzt dann quasi den Raum hier in die Richtung noch irgendwie erweitern. Ich habe da mal so ein paar Stützbalken reingezogen. Ja, gut. Muss man auf jeden Fall dann noch ein bisschen ausbauen. Wird noch ein längeres Thema werden. Aber kriegen wir ja. Jo. So viel, glaube ich, zu den Updates. Da unten müssen wir dann später mal hin. Guten Tag. Da haben wir nämlich was gefunden. Was Schönes. Was ganz was Schönes. Ja, also auf jeden Fall hier trotz Physik. Wunderbar, funktioniert. Ein ganz wichtiger Hinweis. In der Community herrscht die Meinung, dass man mit einem Wassereimertest die Stabilität der Physik testen kann. Nach einem Hinweis von Butze auf ein paar Zeilen Source Code in EnviroMine haben wir festgestellt, dass das Material, wenn es feucht wird, beziehungsweise wenn es mit Wasser in Kontakt kommt, leider seine Stabilität verliert. Warum das so ist, weiß ich noch nicht. Also es halbiert die Stabilität. Genau. Ich meine, wenn es dann immer noch hält, dann habt ihr stabil gebaut. Ja, ja. Wofür ist der Wassertest? Nicht ganz sinnvoll, sag ich mal. Also er ist übertrieben gut. Warum das so ist, möchte ich ganz gerne nochmal von dem Mod-Autor wissen. Da werde ich mich mit ihm nochmal in Verbindung setzen. Ob das einen tieferen Sinn hat oder nicht. Vielleicht kann er es mir erklären. Wenn er es mir erklären kann, dann werde ich euch das natürlich auch mitteilen. Ist ganz klar, ne? So. Dann war ich noch ein bisschen im Nether nach vielen Toten und einer relativ erfolgreichen Runde. Im Nether, muss ich sagen, kam da so einiges Witziges raus. Zum Beispiel haben wir hier spektrales Weizen, wir haben Höllenbüsche, wir haben Geisterseeds, Quarzberry-Seeds. Das wird natürlich wieder böse werden. Da wird der Butzi dann bald seine Finger drauf haben, auf dem, das weiß ich. Weil Menschen? Quarzberry-Seeds, das ist aus Gannis Nether. Werde ich dir dann zeigen, was das macht. Dann haben wir hier noch Glowing Reed. Und wir hatten noch theoretisch und praktisch. Oder habe ich das noch in der Tasche? Nö. Wo sind die hin? Hallo? Ich hatte noch eine weitere Sorte. Gut, die werde ich noch finden, wo sie hingekommen ist. Werden wir auf jeden Fall kriegen. Haben wir das da drin vielleicht? Nö. Naja, mal gucken. Gut. Auf jeden Fall haben wir da noch ein bisschen Material zum Verarbeiten und wir müssen hier auf jeden Fall nochmal weitermachen. Und deswegen machen wir heute eine Kleinigkeit und ein kleines bisschen Gregtech machen wir. Wir stellen hier nämlich noch zwei einfache Maschinen hin, klemmen die da hinten quasi einfach nur noch dran. Ja, die stellen wir erstmal da hinten hin, da stören sie uns nicht. Zwei ganz einfache Maschinen, wozu wir die brauchen, wird sich mit der Zeit noch rausstellen. Denn ich habe hier schon ein ganz kleines bisschen was vorbereitet, aber so dramatisch ist das nun wieder nicht. Wir stellen uns hier nämlich einen Steamforge Hammer. Denn der Steamforge Hammer hat im Vergleich zu früheren Versionen doch ein bisschen mehr an Bedeutung jetzt gewonnen. Welche hat mit der Erzverarbeitung zu tun? Deswegen bauen wir uns mal so einen Steamforge Hammer. Eigentlich ganz einfach, diese Small Bronze Fluid Pipes. Auf die Seiten gelegt, Pisten, eine Bronzehülle und einen Block of Iron. Ich sag mal, Drama Baby ist ganz schwer. Nehmen wir uns mal den Block hier raus. Und als zweite Maschine bauen wir uns noch einen Steam Kompressor. Dazu brauchen wir wiederum 6 von diesen Pipes. 2 Pistons diesmal und eine Bronze Hull. Okay. Also alles, was wir schon mal gesehen, gekannt, wie auch immer, nehmen wir beides mal mit. Und dann nehmen wir uns nochmal die letzten 3 Pipes hier mit. Wobei wir gar nicht so viel brauchen. Ist ja ehrlich gesagt nicht viel. Das klemmen wir jetzt hier noch hin. Verbinde dich. Jawohl, sehr brav. Und dann kommt hier der Steamforge Hammer. Eigentlich gehört der da dazwischen rein. Wrench. Machen wir es doch gleich mal richtig, dass wir später weniger Schwierigkeiten haben. So. Jetzt hoffen wir mal, das ist der Effektual Wrench. Genau. Ist noch was drin? Sorry. Nichts mehr drin. Gut. Dann kann man es abbauen. Ist immer noch sehr ungewohnt, mit einer Wrench hier was abzubauen. Aber gut. So, den Steam Furnace packen wir dahin. Ja, ist ja gut. Und den Forge Hammer packen wir dahin. Und den Steam Compressor packen wir einsmal mal dahin. Dahin. Ach komm, da. Nein, nicht die Pipe. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er hin. Na, der automatische Inventory Sorter ist bei Greg nicht so optimal. Aber gut. So, der Steam Compressor sollte eigentlich allen klar sein.
Oh, wenn er mal aufgeht. Komm, geh auf. Hallo. Gut, drehen wir nochmal die Ausgänge nach oben. Au, heiß. Nein! Das kann doch gar nicht so schnell gehen. Das kann doch gar nicht angehen hier. Habe ich heute die Todesfolge? Hat mich aber eben auch verbrannt. Ja, aber also warum? Heute irgendwann. Ich bin schon wieder so schnell tot. Vielleicht knapp 2 Hits oder so. So, dann bin ich mir jetzt mein Material. Hast du zufällig Soilmilk im Inventar? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Nö, habe ich nicht. Weg. So. Gut, mein Todeszähler geht heute mal wieder rapide nach oben. Der Kompressor ist zum Beispiel dafür da, um wieder aus Glowstone das Glowstone herzustellen, um neuen Redstone zum Redstone-Block zu machen. Gibt auch andere Methoden. Mit der anderen Methode haben wir dann den Block da hinten gegossen. Das ist nämlich genau das, was wir gemacht haben. Wir haben es gegossen. Und der Steamforge Hammer dient uns hauptsächlich für die Erzverarbeitung. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal anhand eines Beispiels. Nehmen wir uns mal 1, 2, 3, 4. Viermal Kupfer. Viermal Kupfer ist eine gute Idee. Wobei wir uns erstmal gucken müssen, ob wir noch Dampf in der Hütte haben. Da ist wieder kein Dampf in der Hütte. Kein Dampf. Kein Dampf ist nicht gut. Gut, dann nehmen wir uns mal Viertelsticks. Viertelsticks sollte reichen. Ein Viertelstack. Ach ja, und eine Sache muss ich dann auch gleich noch erzählen. Ist klar, ich mache Fehler, ist logisch. Ein Fehler ist, ich habe nicht das aktuellste Texture-Pack, weil das hat nämlich der gute Allhammer-Jung bereits schon gefixt. Hier, das da. Na, Panik. Scheiße. Okay. Und zwar, ich hatte das letzte Mal mit der Segmel, da hinten, Segmel, rotiert. Ding braucht Wasser. Secret. Der hat auch Wasser drin noch. Genug. Der Boiler. Bisschen. Ja, das reicht. Das reicht locker. Kein Problem. So, und zwar bei der Segmel hatte ich das letzte Mal gesagt, wir hatten hier ein Rezept für, jetzt lass mich nicht lügen, während die Maschine da drüben arbeitet und erstmal Dampf aufbaut. Daka, 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 daka. Na, wo war es denn? 74 Seiten Rezepte. Und wo wird es sein? Vorletzte oder letzte Seite? Ne, letzte Seite wäre so einfach. So, wo haben wir es denn? Na komm. Da haben wir eins. Silikon. Silikon habe ich aus Versehen als Silikon bezeichnet, was natürlich kompletter Unfug ist. Silikon ist Siliziumdioxid, was entsprechend Quarzsand eigentlich ist oder generell Quarz an sich. Aber das Silikon, was ich gemeint habe, ist natürlich das, was man im Bad verwendet. Das hat natürlich überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Oh, der macht es ja gleich aber richtig gut. Ja, und schwupp, weg ist es, ne? Gut. Aber lass mal das nachfüllen, weil da werden wir dann in der nächsten und übernächsten Folge drauf kommen, oder? Ja, ich will nicht, dass das Ding hochfliegt. Ach komm, wegen einmal. So. Er heizt noch auf. Dampf haben wir noch nicht so ganz drin. Aber wir probieren es trotzdem schon mal. Also, wir hatten das bisher ja so. Wir packen in den Steam Macerator das Kupfererz. Kupfererz als Beispiel. Kriegen erstmal infernalischen Lärm. Nehmen uns nochmal eine Wrench. Und drehen die nächsten zwei Maschinen gleich mal richtig rum. Dass sie einen Dampfausgang auch haben. So. Irgendwann ist dann der Steam Macerator auch irgendwann mal fertig mit seiner Arbeit. Wenn er es mal heute noch schafft. Ich hoffe, dass er noch genügend Dampf hat. Aber ihr Butze hat eine gute Idee. Schluck trinken. Oder mal sein Camel Pack wieder auffüllen. Flaschen sind ja da. Ich wollte das nicht reinschmeißen ins Wasser. So, komm her. Dann füllen wir den Camelpack mal auf, während der da drüben noch weiter arbeitet. So, einmal, zweimal, zack, rein, Brille an, gut ist. Flaschen da rein. Ja, er arbeitet weiter. So, wir kriegen jetzt raus aus dem Steam Macerator sogenanntes Crushed Copper Ore. Dieses Crushed Copper Ore kann man
theoretisch und praktisch, wenn man hier auf Uses drückt und eine Viertelstunde wartet. Ah, okay, geht ein bisschen schneller. Direkt schmelzen und bekommt Nuggets raus. Ja, 10 Nuggets ist vielleicht ein bisschen blöd, ne? Man kann das Ganze nochmal crushen. Hier, mit dem Hammer. Und man kann es natürlich auch mit dem, na, zeigt das uns noch? Pulverizer können wir, da, hier, mit dem Hammer nochmal klein machen. Und dann kann man danach noch dieses Impure Pile of Copper Dust, kann man nochmal, wie es dabei steht, schon in einen Cauldron werfen und bekommt sauberen Dust raus. Den sauberen Dust braucht man zum Beispiel, um Legierungen herzustellen, also sogenannte Alloys. Ist jetzt für uns, für die grundsätzliche Verarbeitung interessant, weil man es direkt verarbeiten kann. So, das Teil hier könnte man jetzt nochmal in den Macerator reinwerfen. Wie ihr aber seht, die Maschine braucht Ewigkeiten und irgendwann ist sie mal fertig. Und wir haben ja gerade gesehen, das geht im Endeffekt auch im Hammer. Wenn wir den Hammer nämlich packen. Bum, bum, bum. Na, komm. Jetzt straft ihr mich wieder Lügen. Ist der Boiler vielleicht noch nicht richtig warm? Ah, okay, jetzt. Jetzt hat er es geschafft. Ja, zwei Maschinen ist mit dem Boiler schon ein bisschen knäpplich. So, da fällt noch einer. Na komm, bist du noch nicht fertig mit dem zweiten? Na gut. Ja, auf jeden Fall, der hier müsste irgendwann noch fertig sein. Ah, er hat gedampft, da ist der zweite. Und das geht deutlich schneller mit dem Steam Forge mit deutlich weniger Dampfaufwand, wie zweimal durch den Macerator zu jagen. Der Effekt davon ist eigentlich der gleiche. Und danach kann man das dann einfach hier in den Steam Furnace reinpacken. Und wenn wir genügend Dampf in der Hütte hätten und nicht immer so einen infernalischen Lärm, dann würden wir das auch hier problemlos hinkriegen. Also der Vorgang in den Macerator, nach dem Macerator dann ab in den Forgehammer und danach in den Steam Furnace. Ganz einfache Variante. Hier bei dem Coal Boiler hatten wir ja gesagt, dass es da noch ein Upgrade gibt. Jetzt könnten wir uns vielleicht nochmal den Coal Boiler, das Upgrade anschauen. Mit dem Lärm im Hintergrund. Und zwar gibt es neben dem Small Coal Boiler auch den High Pressure Coal Boiler und den High Pressure Lava Boiler. Es gibt auch noch den Simple Solar Boiler und den großen Bronze Boiler. Also der große Bronze Boiler, ich weiß nicht. Naja. Bin ich der Fan davon unbedingt, aber gut. Aber der High Pressure Coal Boiler, der hier, besteht aus Stahlplatten, Bricks, einem Furnace und nochmal Bricks. Ich würde sagen, den Upgrade gönnen wir uns nochmal. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten. Denn wir müssen da noch ein bisschen was dran drehen. Und zwar nicht nur an der Uhr. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.